Hallöchen, meine Abenteurer. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinavs Ketten. Letzte Folge haben wir endlich dieses Banner, diese improvisierte Flagge zusammengekriegt. Und irgendwie müssen wir jetzt für die Krähen noch eine Falle bauen. Aber irgendwie fehlt uns noch die richtige Idee. Mein Kopf ist... Ja, das hat aber nichts gebracht. Nein, wir können ja nicht Blut an der... Das Kaputtmachen überlasse ich diesmal den... Ja, ich habe gedacht, das ist als Köder. Aber wir haben ja schon eigentlich einen Köder, wir brauchen irgendwas wie noch eine Falle. Hilda wird schon... Ja, Hilda. Unsere Freundin Hilda. Wollte ich dich nochmal zum Ritter. Vielleicht hat der mittlerweile eine neue Idee. Vielleicht kriegen wir seine Lanze oder so. Ritter Zornbold! Krähen. Diese seltsamen Krähen. Sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, Ich lasse euch... Danke. Das wissen wir eigentlich alle schon, dass die sich immer auf den Dings stürzen. Das können wir halt auch nichts anderes mitnehmen. Und da war ja eigentlich auch nichts mehr. Hier ist nichts. Hier ist nur Noris Eingang. Der Eingang zu Noris Höhle, so rum. Hier ist halt auch nichts, was wir mitnehmen können. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Ja, deswegen weiß ich, warum Nori nicht mehr will. Die Arauen will er nicht mitnehmen. Verrottet und erfroren, die kann man nicht einmal mehr... Arme Nori... Ohne sie hat keiner ihrer Freunde den Winter überlebt. Können wir die vielleicht ein bisschen mit dem Wasser aufwecken? Nein, was soll das auch bringen? Es ist Zauberwasser? Wozu? Das lasse ich lieber. Natürlich. Genau, also hier ist erstmal nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück und gucken nochmal, ob wir irgendwas finden, um aufzubrechen. Wir müssen sowas wie einen Stock hätten oder so. Aber hier, mal zurück. Vielleicht mit dem einen Ast ausprobieren. Der sieht nur so verräterisch aus, weil er voller Eiszapfen ist. Gut, zurück. Dann auf nach Andergast. Hier ist nichts. Können wir das Messer... Ich muss das ziehen. Okay, können wir irgendwas natürlich zerbrechen? Vielleicht hat Nori recht. Es ist nicht gut, wenn... Ja, aber damit können wir auch nichts aufbrechen, oder? Ich behalte sie. Will die auch nicht da reinlegen? Okay, wir machen wieder alles ganz. Geht nicht. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung... Ja, das wissen wir, dass du das kannst. Auch sehr gut von dir. So, können wir den da abstellen? Und wir können das auch auf jeden Fall anzünden, die Öllampe, denke ich mal. Einen Moment. Genau.
Der steht dort genau. Sie steht da, wo sie steht. Damit lässt sich das... Wir haben ja noch gar kein Gebräu. Der Ständer für... Und woher wissen wir jetzt, was da rein muss? Hier hat er ja keine Aufzeichnungen hinterlassen. Sein Buch. Gwendlings kleine. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Sagt er denn sie, ja, der Alraune? Es ist zweifellos eine Alraune. Na toll, das wissen wir ja alle schon. Können wir das messern? Nehmen wir damit irgendwie was trennen? Zieh einfach mal ganz fest. Hoffnungslos. Sie ist völlig verkeilt. Und hier können wir halt die nur wieder reinschieben. Sonst können wir halt den Schrank auch nicht bewegen. Ist voll komisch. Wenn wir den jetzt rausbrechen. Feuer sollte man mit Bedacht. Achso, ich wollte ja das Messer. Oder so. Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Yes, Sie haben das Rezept. Gwendlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune. Haben wir? Eine Yoruga. Haben wir? Zwei Unzen Trashbart. Etwas, das Krähen anlockt. Und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich. Alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay, wir haben... Was ist denn... Mal sehen. Graugrüne Flechte, verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Ja, gut, dann haben wir ja alles. Also alles in den Glaskolben rein. Zwei Unzen Trashbart. Dann haben wir hier eine Wurzel. Eine Yoruga. Dann haben wir irgendwo noch die Alraune. Genau, hier haben wir die Alraune. Eine Alraune. Und den magischen Eiszapfen. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Zum Glück hast du deine Kette nicht hergegeben. Noch ist das Zaubermittel nicht fertig. Gwendlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Eiszapfen und etwas in alles zu. Hier. Gut. Ich werde aufpassen, dass... Ich habe gedacht, wir brauchen nur... Nochmal. Gwendlings mit... Ja, ich brauche eine Alraune. Haben wir. Eine Yoruga. Haben wir. Zwei Unzen Trashbart. Etwas, das Krähen anlockt. Und etwas, das in Klammer alles zu... Ja, und warum nimmst du nicht die Flagge? Noch ist das... Geh mal runter. Etwas, das Krähen anlockt. Wir wissen doch, dass die Flagge... Das kaputt... Das hilft auch nicht. Vielleicht. Ich bin etwa... Du sollst es ja da reinstopfen. Warum machst du das nicht? Ich muss mich zusammen... Warum will er das nicht da reintun? Das kann doch nicht sein. Ich werde auf... Das Wappen der Stadt. Fehlt noch Gwendlings Zaubermittel. Oder lockt es keine Krähen an? Mit diesem Krug hat einmal anscheinend Jahre... Ja, vielleicht um der alten... So eine Scherbe. Ich muss das... Wir haben doch einen Köder. Die Dings will er ja nicht aufheben. Wir stellen uns das ja nicht dümmer an, wie wir eigentlich sind.
Die Krähen werden doch eindeutig angelockt vom... Toga? Vielleicht weiß der ja was. Es muss doch möglich... Solange die Krähen hier... Okay, ja, das hatten wir alles schon. Bla, bla, bla. Warum will er die Dings da nicht rein? Das kaputt. Ja. Unsinn. Nicht sehr schlau. Das hilft auch nicht. Das kaputt. Ja, aber wie wichtig ist das? Das Wappen der Stadt fehlt noch, Gwyn. Was das Krähen anlockt. Wir wissen, dass die Krähen von Dings angelockt werden. Ich muss... Okay, also der hilft uns auf jeden Fall mal nicht weiter. Dann gehen wir noch mal zu unserem Freund. Ritter Zornbold. Nee, das hat ich lasse... Schon. Danke. Können wir die noch weiter ausziehen, oder was? Ich mach nochmal auf. Eine leere Schu... Ja. Aber da ist auch nichts mehr, nö. Ja, gut. In der nächsten Folge werden wir dann mal was suchen, was die Krähen anlockt, wenn es unsere Fahne irgendwie nicht ist. Und bis dahin sage ich Tschüss.